Übelland ist nichts geradlinig und direkt. Nicht mal die Bowlingbahnen. Ich kann irgendwie die Kugel. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht hier klick und nicht hier klick. Das ist alles zurück, sondern dass ich die Greifhand hab. Ich könnte ja die mit dem Pufferfisch austauschen. Gucken, was passiert. Leim drauf schmieren. Burn, baby, burn. Kommt das nicht ein bisschen spät? Ich fliege irgendwie ein Hinweis sein. Gute Nacht. Schaut hier, eine Bärenfalle. Oh, was ist jetzt passiert? Gute Nacht. Strike! Da ist die Captain Blaubeer. Guter Stil, gute Form, gute Klebkraft. Alles in allem eine glatte 9. Hey, ich hab einen Strike geworfen. Verzeihen Sie, Sir. Was Mal sagen wollte, war... Aloha, Mistrübe! Was wollt ihr beiden Loser denn jetzt schon wieder? Den Pokal. Später. Okay, jetzt können wir uns die Kugel nehmen. Ich werde nie einen Strike werfen. Ja, vielleicht. Vielleicht Flux. Wenn der nicht immer hin und her laufen würde, der Blödmann. Hilft nix. Vielleicht muss ich die irgendwie. Wie. Mit dem Pümpel? Dem Turbo-Pümpel? Mehr als die Kugel kann ich aber nicht anklicken. Mit dem Teil die Kugel. Gute Nacht. Mit meinen speziellen Handschuhen. Der hat die getreten. Gute Nacht. Es ist alles erlaubt. Vielleicht brauche ich noch einen Teil dafür. Ich bin doch auch so wohl schon auffällig genug.
Backe? Vielleicht macht die Zuckerwatte was aus. Hä, wieso die Zuckerwatte? Ja, weil es dann klebriger wird. Nee, du kommst auf Ideen. Ja, manchmal ist er ja total abstrus. Ich glaube, mir fehlt noch was. Ich glaube, mir fehlt noch was. Mit allem werfen, was man will. Burn, baby, burn. Ich muss ja gar nicht die Kugel nehmen. Hat recht. Ich werde nie einen Strike werfen. Niemals nie. Gute Nacht. Soll doch mal. Das mag jetzt vielleicht im ersten Moment etwas unangenehm für dich sein, alter Freund. Aber du sollst wissen, dass dir das mehr wehtut als mir. Oh, das hast du aber süß gesagt. Hey, warte mal. Ich muss Flachs werfen? Was für ein Blödsinn. Aber es funktioniert. Du hast es geschafft. Zum Glück. Ich hatte schon Angst, du müsstest mich mit deinem Hintern abfeuern. Wie soll man denn darauf kommen? Als Dreieck, da will ich doch verdammt sein. Ja, und wir haben noch nicht mal deine Spezialtechnik angewendet. Nun will ich alles ausprobieren. Es. Diese beiden Nullen haben einen Strike geworfen. Einen Strike. Ja, ja. Niemand wirft einen Strike außer mir. Doch, doch, wir. CD? Ein Strike. Preis. Ich will deine Trauer ja nicht unterbrechen, aber könnten wir vielleicht unseren Preis haben? Wir müssen wieder los. Ja, nehmt ihn nur, ihr Verlierertypen. Macht schon. Ruiniert mein Geschäft. Ruiniert meinen Ruf. Nur zu, ich werde damit schon fertig. Meine Güte, wie ich es hasse, wenn erwachsene Männer weinen. Ja, besonders erwachsene Männer in einem Spitzentütü. Geht einfach. Schätze, das soll heißen, wir werden keine Freunde. Geht. Was soll ich da mit dem Teil? Bowling Pins, geschmackvoll arrangiert. Zwei, eins, Risiko! Okay. Das Ende der Welt. Gefängnis. Da war ich schon. Ja. Da gibt's nichts Neues, oder? Hab ich schon. Guck mal, mit Teppichboden. Die Nummer hat doch irgendwas zu sagen. 259.998. Silis habe ich jetzt alles. Da habe ich alles. Vielleicht komme ich da in sein Schloss.
ein Baumstumpf. Ein halber Baum ist besser als gar keiner. Ein Baumstumpf. Ein halber Baum ist besser als gar keiner. Vielleicht muss ich hier ihn da reinstopfen. Das Schloss von Widerlos. Und da muss er innen drin einen Knopf drücken. Für eine Brücke oder sowas. Das Schloss von Widerlos. Da möchte ich. Ich fliege rüber. Ich bin doch auch so wohl schon auffällig genug. Okay, ich fliege nicht rüber. Sieh mir die Klaviertaste. Die habe ich noch nicht benutzt. Vielleicht doch was mit der Orgel da. Also, da war ich. Auf zum Wald. Hier habe ich alles. In der Wolfshöhle habe ich eigentlich auch alles. Naja, ich habe das Brot gebacken. Ein echt toter Übelander Dornenstrauch. Buschus Dornius et Achus. Oh, wie das Eichhörnchen. Eine abgepflückte Pfefferpflanze. Ein bösartig aussehendes Eichhörnchen. Ich doch irgendwie an die Nüsse. Also, ich hätte das ja schon probiert. Flax, könntest du noch ein einziges Mal versuchen, mir diese Nüsse zu holen? Nein! Nein, ich muss es irgendwie ablenken. Was habe ich denn, um es abzulenken? Vielleicht Springbohnen? Einfach tot hauen. Wenn das mal nur so einfach wäre. Aber hier, in der Wirklichkeit, muss man schon ein wenig mehr Fantasie entwickeln, um ein übellautiges Eichhörnchen zu entsorgen. Also man kann es besorgen. Wenn ich Paprikabrot mache. Brot selbst gebacken. Ein wirklich abstoßendes Fliegenkostüm. Komplett mit großen Glubschaugen, ledernen Flügeln und klebrigen Saugnäpfen an den Füßen. Ich glaube, es ist ganz zufrieden mit seinen Nüssen. Ich glaube, es ist ganz zufrieden mit seinen Nüssen. Dafür könnte es sich vielleicht sogar interessieren. Nur kann es von da oben so gut wie nichts erkennen. Dann muss ich erstmal runter. Türschwelle. Achso. Das ist kein besonders tolles Geschenk. Kannst ihm was hoch? Bis jetzt habe ich erst die Türschwelle entdeckt. Das legen wir ihm auf die Türschwelle. Da, ein bisschen Paprika. Ich glaube nicht, dass unser Eichhörnchen nach sowas sucht. Und dann lege ich mal das Brot jetzt dahin. Ich glaube nicht, dass unser Eichhörnchen nach sowas sucht. Irgendwie kein Brot. Zuckerwatte. Das ist kein besonders tolles Geschenk.
Jetzt schnell die Nüsse holen. Ich befürchte, sie ist nicht ganz sein Typ. Ja, das konnte ich zumindest schon mal hinlegen. Ich glaube nicht, dass unser Eichhörnchen nach sowas sucht. Ich konnte schon mal die Katze da hinlegen. Vielleicht sucht er einen Fisch. Ich glaube nicht, dass unser Eichhörnchen... Vielleicht sucht das Eichhörnchen ja auch nach einem anderen Eichhörnchen. Zum Paaren. Und das ist auch rosa. Wenn ich das rosa hier... Die hält nicht. Irgendwie muss ich sie festmachen. Mit dem Leim. Ja, das ist niedlich. So, dann haben wir ja schon ein Eichhörnchen mit buschigem Schwanz. So. Klingelingeling. Ganz in rosa. Ah, jetzt interessierte. Fehlt nur noch. Sekundenbruchteil flackerte fast zu etwas wie Interesse in seinen Augen. Da fehlt noch was. Warte mal, wie war das in dem Buch? Irgendwas fehlt noch. Großen Hauer. Die zwei als Zähne vielleicht. Das hält nicht. Irgendwie muss ich sie festmachen. Ja, das ist wirklich niedlich. Jetzt aber. Was fehlt denn jetzt noch? Tja, sie gefällt ihm offenbar, aber sie scheint ihm nicht richtig zu antworten. Sie scheint ihm nicht richtig zu antworten. Vielleicht ein paar Springbohnen, dann hüpft sie hin und her. Das sollte ihr ein bisschen mehr Leben einhauchen. Vibrator-Eichhörnchen. Gucken, was jetzt noch fehlt. Oh, das war süß. Bizarr, aber süß. Ihr ist natürlich klar, dass das nur in einer Scheidung enden kann. Sie haben einfach keine gemeinsamen Interessen. Ach doch, sie vibriert. Und er ist geil. Solange die Springbohnen springen, ist er glücklich mit ihr. Ich glaube nicht, dass sich das Eichhörnchen freut, wenn ich einfach Flachs auf seiner Schwelle ablade. Nee. Ich glaube auch nicht, dass sich Flachs freut, wenn ich ihn einfach auf der Schwelle des Eichhörnchens ablade. Das wird sie. Flachs, könntest du darauf gehen und dir diese Nüsse schnappen? Bitte schön. Klar doch! Man weiß ja nie, wann man ein paar extra Nüsse mal brauchen kann. Dann kann ich mir ja die Maus wieder schnappen, oder? Aber was soll ich mit der Maus machen? Was sind das Eicheln, keine Nüsse? Eindeutig Eicheln. Nüsse. Eicheln. Nüsse. Eicheln. Nüsse. Eicheln. Und jetzt? Ich speichere jetzt öfter. Ich habe halt keine Ahnung mehr. Oben im Stall habe ich alles. Im Schloss.
Vielleicht habe ich ja schon meine 12 Sachen zusammen. Ich gehe mal zum Schloss und frag den mal, ob ich meine 12 Sachen zusammen habe. Hier gibt's nichts mehr, da gibt's nichts mehr. Da gibt's nichts mehr zu tun. Da habe ich eigentlich alles da. Vielleicht kann ich mir noch ein anderes Kostüm aussuchen. Dem Bäcker das Brot geben, kann ich auch noch mal ausprobieren. Die will doch nur ihr Kostüm wieder. Wir sind wieder da. Irgendwas ist anders an ihnen. Jetzt weiß ich's. Sie waren doch vorher pink. Nein, das war er. Oh Gott, Entschuldigung. Manchmal bin ich aber auch so ein Dummerchen. Ich hoffe, dieses Buch ist irgendwie tiefschürfend genug für Sie. Oho, ja. Ich meine, die Handlung ist irgendwie vorhersehbar. Aber dieser Symbolismus darin ist einfach atemberaubend. In diesem Buch? Symbolismus? Aber wissen Sie, Enigma war auch irgendwie cool. So, wieder haben. Mir ist es wurscht. Ich brauch's jetzt nicht mehr. Ich hab hier nichts mehr zu tun. Tja, dann mal bis später. Irgendwie, Miss Schnitt. Ja, sicher. Bleiben Sie cool.